Die GPA DJP hat im Jahr 2008 viel bewegt. Unsere Mitglieder können sich auf kompetente Beratung und Unterstützung verlassen. Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise stellt uns jedoch vor große Herausforderungen. Ob Kurzarbeitsvereinbarungen, Sozialpläne oder Kündigungen, die Experten und Expertinnen der GPA DJP sind derzeit voll gefordert. Gerade in Krisensituationen zeigt sich die Wichtigkeit einer Gewerkschaftsmitgliedschaft. Unsere Mitglieder haben Anspruch auf einen umfassenden Arbeitsrechtsschutz. Wir haben im Jahr 2008 einen Betrag von ca. 116 Millionen Euro erreicht. Das ist ein Betrag, der sich zusammensetzt aus Überstunden, die nicht ausbezahlt wurden, aus Kündigungsentschädigungen, aus vorenthaltenen Entgelten, aus Konkursforderungen und ein ganz großer Betrag aus Sozialplänen. Das GPA DJP Service Center bearbeitet jährlich rund 75.000 telefonische Anfragen und ca. 15.000 Anfragen per Mail. Am häufigsten sind es Informationen zum Kollektivvertrag und arbeitsrechtliche Fragen. Alle Anfragen werden direkt im GPA DJP Service Center beantwortet oder zur Bearbeitung in eine unserer neuen Regionalgeschäftsstellen weitergeleitet. Alleine in unserer Regionalgeschäftsstelle Wien werden jährlich ca. 2500 persönliche Beratungen vorgenommen. Im Vorjahr hat die GPA DJP 137 Kollektivverträge neu verhandelt. Vielfach waren die Verhandlungen von Konflikten begleitet. Nach wie vor gilt hier der Grundsatz: je mehr wir sind, desto mehr wird es. Ein Kollektivvertrag der GPA DJP bringt den Beschäftigten Jahr für Jahr deutliche Einkommenszuwächse und damit ein Kaufkraftplus. Betriebsräte und Betriebsrätinnen sind das Rückgrat der Gewerkschaftsbewegung. In der GPA DJP sind ca. 12.000 Betriebsräte und Betriebsrätinnen organisiert. Experten von uns sorgen für die Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung und die Vernetzung dieser Betriebsräte. Der GPA DJP ist es wichtig, stärker vor Ort in den Betrieben, bei den Beschäftigten, an ihren Arbeitsplätzen präsent zu sein. In den bisher 3 Aktionswochen haben wir die Themen Arbeitspausen, Urlaubsgeld und Kollektivverträge thematisiert und dabei vor Ort eine Vielzahl an Beratungsgesprächen mit Beschäftigten geführt und konnten auch viele Beschäftigte davon überzeugen, dass es wichtig ist, bei der GPA DJP Mitglied zu sein. Die 7 Interessengemeinschaften der GPA DJP bringen Mitglieder mit ähnlichen Berufsmerkmalen zusammen. Im Mittelpunkt steht die gewerkschaftliche Organisierung zur Durchsetzung gemeinsamer Interessen und der Austausch von Erfahrungen. Die Eintragung ist kostenlos, der Service der GPA DJP wie Rechtsberatung oder die Wahlen der Interessengemeinschaften stehen jedoch nur Mitgliedern offen. Die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden heute schon längst nicht mehr alleine im Betrieb, auf lokaler Ebene oder in Unternehmen vertreten. Eine global vernetzte Welt, in der immer mehr multinationale Konzerne den Ton angeben, macht eine gewerkschaftliche Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg notwendiger denn je. Und deshalb ist die GPA DJP auch Mitglied in zahlreichen europäischen und internationalen Gewerkschaftsverbänden und dort organisieren wir gemeinsam mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus anderen Ländern Protestmaßnahmen, Aktionen, Kampagnen zur Verteidigung der Gewerkschaftsrechte, der Grundrechte, der Menschenrechte am gesamten Globus. Erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit können wir nur mit der Unterstützung und Beteiligung unserer Mitglieder leisten. Es gibt vieles, für das es sich lohnt, organisiert zu sein.